meet the players. Aber mit kommt der Jungster aus den Niederlanden als erster auf die große Bühne. Jeffrey De Swan, The Black Cobra, die Nummer 68 der Welt, kommt mit Deep Pack und Rockin' with the Best. Sagen, ein klassischer Fall von Walk-on-Song-Wechsel. Allerdings ist direkt hier noch vor dem Turnier anscheinend bei Jeffrey De Swan. Auf jeden Fall der jüngste Spieler im Turnier mit 22 Jahren mit dabei. Einer von 6 Debütanten und niedrigster Rang in der Weltrangliste hier beim Turnier. Und jetzt kommt die Nummer 1 der Welt. Jetzt kommt MVG. Champion and a two-time champion of the world, Michael van Gerwen auf der Bühne, hier im Empress Ballroom, einer von nur 7 Spielern in 24 Jahren World Matchplay, der dieses Turnier bislang gewinnen konnte, und er will hier seinen dritten Titel holen. Michael van Gerwen seit seiner Viertelfinalniederlage gegen Phil Taylor hier an dieser Stelle, genau vor einem Jahr, hat er nur 14 Partien verloren. Er ist der Dominator im Jahr 2018. 15 Siege hat er bis dato in diesem Kalenderjahr geholt. Gewann die Premier League und hat er auf der European Tour bislang 6 von 9 Turnieren gewinnen können. Und auf der European Tour hat er in Hamburg sogar den 9-Dart-Fluch beendet. Wir hatten ja seit fast ziemlich genau 5 Jahren keinen 9-Darter mehr auf der European Tour. Und in Hamburg, da hat er es getan, Mighty Mike. So, und damit hinein in diese Partie. Es ist müßig zu sagen, dass er in Form ist, weil er ist immer in Form. Immer in Form, immer motiviert. Und sein größter Gegner ist eigentlich er selbst, weil er sich immer wieder zu besseren Averages, zu besseren Darts selbst pusht. 3:1 ist der Stand im direkten Duell dieser beiden gegeneinander. Also Jeffrey De Swan hat Michael van Gerwen auch in diesem Jahr schon bezwungen. Ganz genau, bei den UK Open. 10:8 hat sich The Black Cobra da durchgesetzt gegen die unbestrittene Nummer 1 der Welt. Und dieser Stachel, denke ich, der wird noch spürbar sein bei Michael van Gerwen. Und der wird das richtig stellen. Wir müssen allerdings noch festhalten, dass Jeffrey De Swan natürlich deutlich älter ist als unsere deutsche Hoffnung im Turnier, Max Hopp, beziehungsweise 5 Monate ist er älter. So, Michael van Gerwen visiert hier Triple 19 an. Hat er bei Chizzy gesehen, gerade eben in dem Spiel, wie es da unten läuft.
Ja, und so stellen wir uns das vor. So soll das jetzt hier laufen in diesem Spiel. Schneller Rhythmus beider Spieler und dann soll es richtig krachen. Ja, und ich traue Michael van Gerwen zu, dass er, wenn er hier die Triple 19 getroffen hätte, einfach mal um ein Zeichen zu setzen, dass er aufs Bullseye gegangen wäre für die 132. Triple 19 für Doppel 12 und gleich. Erster Finish, das passt von Michael van Gerwen. Das ist natürlich ein Aufeinandertreffen zweier Spieler, die sich gegenseitig liegen, einfach weil sie natürlich ihren schnellen Rhythmus komplett durchziehen können. Sie müssen nicht warten, der andere ist auch schnell. Holländisch geht's zu, so kann man es vielleicht beschreiben. 134. Da müssen sie zu Hause aufpassen, wann sie blinzeln, sonst sind vielleicht zwei Legs durch. Das geht zack, zack hier mit vielen Trippeln. Das heißt, hier werden jetzt die großen Zahlen gespielt zwischen Michael van Gerwen und Jeffrey de Swan. 84. Ja, und wichtig wird für de Swan vor 100. Allen Dingen sein, dass er seinen eigenen Anwurf hier durchbringt. Wenn er den Vorteil hat, das Leg anzufangen, dann muss er sich behaupten, weil wenn Van Gerwen, und das wissen wir, 3-4 Legs vorn ist, dann marschiert er durch, dann rollt er davor wie ein Tank. Und deshalb ist das jetzt schon wichtig. Triple 19 für Doppel 16 gelingt ihm nicht. 68 Rest. Deshalb wahrscheinlich zurück hoch auf die Triple 20. 39. Ja, drei Triple. Und keins davon wollte er haben. Ja. Und somit früh die Chance für Van Gerwen zum Break. Auch so geht's. Egal welcher Weg, egal wie die Zahlen stehen, Michael van Gerwen findet einen. Und das ist natürlich jetzt der Spielbeginn, der definitiv schwerst ungünstig für Jeffrey de Swan ist. Ja, das hat er vermeiden wollen, da so viel ist sicher. ...2015 und 2016 hat Michael van Gerwen das World Matchplay gewonnen. 2014 stand er im Finale. Gab's die Niederlage gegen Phil Taylor. Seit 2009 hat Michael van Gerwen in Blackpool kein Eröffnungsmatch mehr verloren. Damals auch im niederländischen Duell gab es ein 3:10 gegen Raymond van Barth. Ja, 2012, das war ja das Jahr, wo der Stern von Van Gerwen richtig aufging. Da hat er ja den World Grand Prix, seinen ersten Major-Titel gewonnen in diesem Jahr. Und seitdem immer mindestens Viertelfinale beim World Match Play. 100. Michael Rapport 52. So, Michael van Gerwen auf die Doppel 8. 44. Zeigt uns interessante Wege hier in diesen ersten drei Legs. Und das ist jetzt eine dicke Chance für de Swan. Und die muss. 17 für Tops. Ja, und er kommt ran und holt sich das Break gegen Michael van Gerwen. Rebreak, direkt geantwortet, wichtig für ihn. Und jetzt voller Fokus darauf, dieses vierte Leg mit eigenem Anwurf nach Hause zu bringen. Man kann gegen einen Michael van Gerwen eigentlich nur taktisch selbst spielen, weil man weiß, man hat das Spiel nicht in der Hand. Er hat es in der Hand, aber wenn er einen Fehler macht, dann muss man da dazwischen gehen. Dann muss man zur Stelle sein. Und eben immer unfassbarer Druck auf den Legs, die man selbst beginnt, weil 85. Weglaufen darf er nicht, weil dann fängt man ihn auch nicht mehr ein. Aber auch Van Gerwen noch nicht komplett auf Linie hier, aber ich denke, das wird sich
in den nächsten 2-3 Legs geben. Und darauf muss ich hier De Swaan auch einstellen. Aber er spielt gut mit hier. Jeffrey De Swaan. Furchtlos. Mit den hohen Zahlen. 139. Und es lässt sich auch anders ansehen jetzt. Es ist ein anderes Tempo, es sind ganz andere Scores. Da bewegt sich was jetzt. 100. Ja, das ist zumindest die Chance für De Swaan. Sollte Van Gerven ihm die Chance geben. Ja, da ist er auf der Triple 20 geblieben, weil er einen guten Marker hatte. Und dann hätte er auch in den sauren Apfel gebissen und auf die Doppel 13 geworfen. Jetzt die 116 für De Swaan, die sind wichtig. Spielt über die 19, Single 19 für Tops zum Leg-Ausgleich. Ah. 36. So bleibt die Doppel 18 für Michael Van Gerven. Ja. Der holt sich auch hier sofort wieder das Re-Break. Ja, und das ist es eben, diese 116, das war ein so wichtiger Dart jetzt, wenn er den genommen hätte, da fürs 2:2. Und was früher auf Phil Taylor zugetroffen ist, als Dennis Smith nämlich mal über Taylor sagte, ja, man kriegt ja genug Chancen gegen Taylor, 167, 164, 161, das stimmt halt auch für Michael Van Gerven, dann musst du teilweise diese hohen Checkouts nehmen, wenn du was reißen willst. 95. Das ist natürlich auch etwas, was sich ein Michael Van Gerven über die Jahre erarbeitet hat. Auch dieser Respekt vor seinem Spiel, dass der Gegner natürlich da auch schon weiß, ich kann mir nichts erlauben, ich kann nur reagieren, ich kann gegen ihn kaum agieren. Das ist diese Dominanz des Spiels, die nur wenige eben in der Lage sind, auszunehmen, so wie er. Hier seine erste 180. Das vergisst man ja auch immer bei Michael Van Gerven, dass der auch ganz, ganz lange bei der PDC eine richtig schwere Zeit gehabt hat. Der ist ja 2007 zur PDC gewechselt. Und wir haben es ja gerade gesagt, 2012 kam eigentlich erst so der richtige Durchbruch. Na, da verpasst er die Triple 10 für die Doppel 18, muss da jetzt umstellen. 5 für Doppel 8 und das ist die Chance für De Swaan, das nächste Break zu schaffen und nur mit einem 2:3 Rückstand in die Pause zu gehen. Was natürlich um Welten besser wäre als mit 1:4. Tops, ganz, ganz wichtiger Dart. Ja, und der Pass, Jeffrey De Swaan bleibt dran. Nur 3:2 für Michael Van Gerven. Und wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück zu diesem heißen Match. In Blackpool wird weiter Darts gespielt und die Partien werden immer besser, auch wegen diesen beiden hier, die mittlerweile auf der Bühne stehen. Michael Van Gerven, die Nummer 1 der Welt, gegen Jeffrey De Swaan, die Nummer 68 der Welt, der aber Michael Van Gerven hier noch nicht weglässt. Und er tut gut daran, das nicht zu tun. Das war ganz, ganz wichtig, diese 79 Punkte, die er da jetzt kurz vor der Pause mit dem letzten Dart auf die Doppel 20 genommen hat, um hier dran zu bleiben, weil das macht psychologisch schon einen Riesenunterschied, ob ich mit 2:3 in die Pause gehe oder mit 1:4. Sowohl aus Jeffrey De Swaans Sicht als auch aus der von MVG. 94. Ja, und Van Gerven spielt auch um Längen noch nicht das, was er spielen kann. Man sieht es ihm auch an. Und dennoch in diesen Partien wichtig, Michael Van Gerven hat eigentlich immer ein Triple wenigstens dabei. 96. Das stimmt, vor allem es kann auch immer sofort wieder losgehen bei ihm, dass er anfängt, die Dinger da reinzuhauen.
Jetzt vielleicht ist Swan. Haut sie rein für 158, nein. Aber er stellt es sehr, sehr gut weg. 34 für 24 Rest. Oh, die Doppel 18 wäre es gewesen für Michael van Gerwen. Lässt de Swan dann nochmal vom Haken. Haut er gleich aus. Jeffrey de Swan. Also definitiv jetzt schon in Leg 6. Das er most entertaining Game bislang. Umlängen. Das lässt sich auf jeden Fall schon mal festhalten hier. Es liegt zum einen am Tempo, zum anderen liegt es daran, dass sich beide Spieler mit dem Average im anständigen 90er-Bereich bewegen. 95 bei Van Gerwen, knapp 93 bei Jeffrey de Swan. Und der de Swan tritt auch wie jemand auf, der Van Gerwen eben vor kurzem geschlagen hat bei den UK Open. Jemand, der weiß, ich kann ihn schlagen und ich kann ihn auch über diese Länge schlagen. Der glaubt an sich, das spürt man. Und auch wenn man ihn sieht, kein Blick an Michael van Gerwen, nur auf sich selbst fokussiert. Versucht komplett cool und ruhig ans Oki zu gehen. 55. Und die Doppelquote, die da steht, 75%, wenn er die durchgezogen kriegt auf das ganze Spiel. So, Bouncer von Michael van Gerwen. Na, hinten drauf geworfen auf den Schaft. Ganz genau so ist es. Muss er gucken, ob er sich das Ding da kaputt gemacht hat. Aber sieht nicht danach aus, als ob er was reparieren müsste. 100. Michael Lecar, 100. Doppel 10. 90. Und apropos Bouncer gerade. Wayne Mardell hat das auch nochmal angesprochen im Hinblick auf Keegan Brown. Der sagt, er muss einfach was an seinem Wurfstil tun. Das geht so nicht, dass die Darts da so locker und lose im Board stecken. So, er holt sich dieses Leg. Dann doch Michael van Gerwen über die Doppel 5. Der Hinweis, natürlich wird es morgen richtig spannend in der Nachmittagssession ab 14 Uhr. Zum ersten Mal ein Deutscher in Blackpool mit dabei. Max Hopp hat es geschafft, auch durch seinen Sieg in Saarbrücken, seinen ersten auf der Tour, sich für dieses prestigeträchtige Turnier zu qualifizieren. Ganz große Sache natürlich. Wir sind alle gespannt auf morgen Nachmittag, was der Maximizer uns zeigen wird. 59. So, wir haben einen Score von 59, 59 beleidigt sich Michael van Gerwen praktisch selbst. Das hat er gar nicht 95. gern, das schmeckt ihm nicht und er lässt vor allem hier de Swan ein bisschen Freiraum, um sich vielleicht das achte Leck zu holen und das Spiel wieder auszugleichen. Jetzt rüber auf die 18, genauso ist es. Gut gespielt von Jeffrey de Swan. Und auch Van Gerwen geht da jetzt rüber, stellt sich die 164, ansonsten hätte er bei 162 gestanden und hätte keine Chance gehabt. Zunächst aber die Chance für de Swan. Na, interessanter Weg, zweimal für die Triple 17, für die Doppel 16. Interessant, aber gut. Kurz dazu sagen, weil du sagst, wenn er die 162 stellt, eine dieser sieben Zahlen unter 170, die man nicht auschecken kann. Eine Bogey-Number. Jeffrey de Swan. 4:4. Der bleibt dran, der lässt sich nicht abschütteln, lässt sich nicht kleinkriegen. Bekommt aber auch die Chancen, wollte ich gerade sagen. Weil Van Gerwen vom Score her noch nicht das tut, was er kann. Und prompt haut er die 180 ins Board. Seine zweite in diesem Match. Und das scheue Reh lugt wieder hinter dem Namen von Michael van Gerwen hervor. Und bleibt bis zum fünften Dart. Tschüss, Bambi. Nine.
Ja, da haben sie vor der Pause so viele Breaks zustande gebracht hier, die beiden. Und jetzt nach der Pause geht eigentlich alles relativ in geregelten Bahnen bisher. Jeder holt sich das Leg, das er auch eröffnet. Ja, macht das waren jetzt nochmal ordentlich Druck. 92. Michael Carr, 122. Macht er nicht wirklich, denn 6 Darts für 122 Punkte, Triple 19 für Tops, Triple 18 für Doppel 12. 98. Und der letzte passt. Ja. Ein bisschen Druck drauf von De Swaan, aber das sollte sich Van Gerwen nicht nehmen lassen. Nee, lässt er nicht. Geht 5 zu 4 in Führung. So, der Hinweis noch einmal für Sie auf sport1.de gibt es die Videos und alles Wissenswerte zu diesem World Matchplay, dem zweitwichtigsten Turnier auf der Tour nach der Weltmeisterschaft. Und da wir vorhin das wichtige Timing beim Dart schon angesprochen haben, das zeigen auch die Averages hier. Da stehen gut 97 Punkte bei Van Gerwen und ungefähr 88 Punkte, also knapp 10 Punkte weniger bei Jeffrey De Swaan. Und trotzdem ist er drin in diesem Spiel, weil er dann zur Stelle ist, wenn es drauf ankommt. Dann, wenn Van Gerwen ihn ein bisschen rankommen lässt. Und weil die Checkout-Quote mehr als stimmt bei Jeffrey De Swaan, die liegt bei 66,67%. Zwei aus drei, das läuft. Beziehungsweise 4 aus 6. Und der letzte ist wichtig. Dass er zumindest gleich 2 Darts auf Doppel bekommen sollte. Aber Van Gerwen macht richtig Druck. Und wirft sein Maximum Nummer 3. In dieser Partie. Und Jeffrey, das waren wieder vor der Pause so eine Drucksituation zu müssen. Geht jetzt auf die Doppel 16 und muss auf die Doppel 8, aber trifft die und gleich zum 5 zu 5 aus. Er liefert einen außergewöhnlichen Fight gegen Michael Van Gerwen. Das steht nach 10 Legs definitiv schon fest. Wenn Sie Bock auf Darts haben, einfach mal reinschauen in den Sport 1 Darts Shop. Da gibt es alles, was man braucht, um dieses Spiel zu beginnen oder als Fortgeschrittener auch ein paar extravagante Teile mitzunehmen. Kurze Pause hier. Sie können noch was gewinnen und dann geht's weiter mit Michael Van Gerwen gegen Jeffrey De Swaan. Pot gegen Adrian Lewis. 5 zu 5. Jeffrey De Swaan gestaltet diese Partie sehr ausgeglichen, ist da, wenn er da sein muss. Und ganz wichtig, seine Doppelquote, die passt. Denn wenn er die Chance bekommt, dann muss er da rein. Und genau das macht er ein bisschen. Wenn der jetzt auch noch anfängt zu scoren, dann geht es hier richtig rund. Aber gut scoren tut jetzt nach dieser Pause erstmal Michael Van Gerwen. 123, 140. Das bei eigenem Anwurf, da ist dann normalerweise kein Herankommen für ein Break. Ja. Gut korrigiert noch mit dem letzten. Zufrieden wirkt er trotzdem nicht, The Green Machine. 100. Michael Carr, 158. Aber das soll hier im 11. Leg schon klappen mit 6 Darts für 158. Aber ein Triple wäre vielleicht doch nicht verkehrt. 58. Ja. Ausnahmsweise mal nicht bei Michael Van Gerwen. Dennoch hat er noch etwas Zeit. Oder kommt Jeffrey De Swaan nochmal? Der kommt! Und baut Druck auf. 81 Rest für ihn. Doppel 10. Doppel 10. Und die passt. Und die war wichtig. Van Gerwen. Und das sieht man am Jubel, dass die wichtig war für ihn. Ganz genau. Weil bei der Checkout-Quote, die De Swaan hat, hätte man durchaus davon ausgehen können, dass er sich die 81 nimmt. Die 100, das bislang höchste Checkout von Michael Van Gerwen. Und das ist Maximum Nummer 4.
für ihn in dieser Partie. Ja. Kann ein ganz wichtiger Moment gewesen sein, gerade diese Doppelzehn da mit dem letzten Dart, dass ihm das jetzt richtig Selbstvertrauen gegeben hat und dass jetzt auch die Scores dann richtig gut kommen. Währenddessen pusht Van Gerven sein Average in dieser Partie zum ersten Mal über die 100er Marke. Jetzt bei 101. Und Jeffrey de Swaan. 100. Ja, ist auf einem ganz guten Weg, seinen Anwurf hier zu verteidigen, würde ich sagen. Auch wenn Van Gerven sich die 170 Rest stellt. Ich meine, man muss es ihm zutrauen. Aber man kann auch de Swaan die 121 zutrauen. Triple 13 für Doppel 16. Oh, ganz fein von Jeffrey de Swaan. Das höchste Checkout bislang in dieser Partie im 12. Leg. Und der macht das richtig gut. Das imponiert mir sehr, wie de Swaan das spielt. Die 43 jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber speziell, wie er das dann macht, wenn es drauf ankommt im Finish-Bereich. Und dann kriegt man den Michael van Gerven auch mal dazu, eine solche Aufnahme rauszuhauen. 27 Pünktchen. Und Jeffrey de Swaan auch in der Außendarstellung. Er bleibt richtig cool und zieht sein Ding gnadenlos durch, egal was der Gegner macht. Ist eigentlich das, was Michael van Gerven selbst macht, nur eben ein bisschen emotionaler als Jeffrey de Swaan. Voll sein Film fahren, ganz genau so ist es. Ja, einer da noch rein, dann hätte das richtig interessant werden können hier. Nochmal zur Erinnerung, Jeffrey de Swaan hat Michael van Gerven in diesem Jahr schon bezwungen. Ja. Gehen hier ziemlich gleich auf durch dieses Leg. Ja, und jetzt eine 180 bei 220. Oh, ja, das macht er. Nummer 5 für MVG. Nie will man eine 180 lieber als bei 220 oder 212 Rest. Ja, de Swaan macht Druck, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass Van Gerven das liegen lässt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber du musst es dir vorstellen, er lässt es tatsächlich liegen. Und die Chance auf das Break für Jeffrey de Swaan. Ist das ein wichtiger Moment jetzt? 9 für die Doppel 16. Und er trifft sie. Jeffrey de Swaan 7-6 vorne gegen Michael van Gerven. Was spielt der hier für ein Match? Zum ersten Mal ist Michael van Gerven jetzt in dieser Partie hinten. Die Frage ist, kann de Swaan das durchhalten bis zum Ende, das hier so cool durchzuspielen? Denn das muss man ja noch dazu sagen, bei den UK Open, als er van Gerven geschlagen hat, da war nicht so viel los in der Halle, denn das war ja Anfang März, da hat es noch mal so extrem geschneit in England. Da waren gar nicht so viele Leute da. Und hier im voll bepackten Winter Gardens im Empress Ballroom, das ist dann nochmal was anderes. Wobei der Saal sich immer noch relativ britisch zurückhält. Es ist fast, wir haben den Opernball angesprochen vorhin, also es erinnert ein wenig daran. Wobei man das vom World Matchplay auch kennt. Es ist nicht ganz so dieses Partypublikum, das man bei der Premier League oder bei anderen Veranstaltungen oder auch bei der WM sieht. Es ist alles noch ein bisschen wie früher, kann man sagen. Oh, brillant, die ersten beiden von Jeffrey de Swaan. Van Gerven, der reagiert da drauf. 59, nur 59 Punkte. Stellt sich zwar auf 140 Rest, aber wahrscheinlich werden das sogar 6 Darts werden für de Swaan für 74 Punkte. Vielleicht braucht er sie gar nicht. Hoppala. 13 für Bull. Ja, und
Man möchte ihm anraten, drauf zu gehen. Muss er fast machen. Muss er fast riskieren. Van Gerven auf 140. Das liegt immer im Rahmen des Möglichen. Er geht auf Single Bull Doppel 19, mein lieber Freund. Was ein Weg. Und Van Gerven nimmt die 140 nicht. Kann er sich hinstellen auf Tops? Ja, das kann er. Der Druck ist also da für Jeffrey. Aber wieder die Chance für Jeffrey Desvan, jetzt zwei Legs vorzulegen. Auf die Doppel 19. Das sind Big Points. Und er macht's mit dem zweiten. Und ist hier 8-6 in Führung gegen Michael Van Gerven. Und Van Gerven beginnt sein Leg nur mit 60 Punkten. Desvan nimmt den Kopf nach unten. Man spürt förmlich, wie er hier bemüht ist, das alles nicht zu sehr an sich heranzulassen. Nicht so sehr zu realisieren, dass wieder zwei Triple mit dabei. Drauf und dran ist Michael Van Gerven aus dem zweitgrößten Turnier im Kalender zu werfen. Es sind nur noch zwei Legs, aber das kann so ein langer Weg sein, speziell gegen Van Gerven. 100. So, Michael Van Gerven. Er versucht, hier den Pace zu setzen. Ist das aber stark? Er geht mit. Jeffrey Desvan geht mit, auch wenn ihm der Letzte hier. Der war nicht unwichtig, weil eine einfache 20 hätte ihm Finish gelassen. Das hat er jetzt nicht mehr. Aber Bouncer von Michael Van Gerven. Und dennoch kommt er jetzt nicht ran. Spielt das aber gut, Jeffrey Desvan. Sensationell. So viel Druck auf dieser 84 jetzt. Die muss gehen, sonst kriegt hier Desvan vielleicht kleine Matchstarts schon gleich. Bullseye. Bullseye muss er. Und verpasst es. Drei Darts auf Doppel 20 zur 9-6 Führung, um ein Leck entfernt zu sein. Und gleich der erste passt und wir stehen hier tatsächlich kurz vor einer riesen Sensation an Spieltag 1 beim World Matchplay. Michael Van Gerven, die Nummer 1 der Welt, steht hier tatsächlich kurz vor dem Aus. Mit anderthalb Beinen. Und Desvan legt wieder los mit zwei Treffern in der Triple 19, 134. Und das macht den Druck natürlich so ungemein viel größer noch auf Van Gerven. Und der reagiert. Nur 59 Punkte. Aber irgendwann hat man das Gefühl, der muss doch diesen Druck spüren. Jeffrey Desvan, aber er spielt es so cool weiter. Und auch er hat die Triple 19 entdeckt. Wie so viele heute an diesem ersten Spieltag. Ja, und jetzt ist er hier absolut auf der Pole Position, um das nach Hause zu fahren. Schon in diesem Leg. Es wäre mit eine, vielleicht die größte Sensation, die es in 25 Jahren World Matchplay gegeben hat. Ja, das wäre der Wahnsinn. Wenn hier die Nummer 68 der Welt, die Nummer 1 der Welt aus dem Turnier nehmen würde. Sechs Darts für 145 Punkte. Nur hinstellen, möchte man ihm zurufen. Single Bull würde Tops lassen. Spielt es über die Triple 11. Sensationell für Doppel 16. Und Van Gerven kann nur noch reagieren. Einen raushauen und hoffen. So, und jetzt ist es soweit. Jeffrey Desvan, Matchstart. Matchstart und der passt. Die Sensation ist hier perfekt. Jeffrey Desvan schlägt Michael Van Gerven in Runde 1 des World Matchplay. Und MVG ist tatsächlich raus, aus und vorbei. Und Jeffrey Desvan im Achtelfinale. Das ist der Hammer. Da kann man nur hoffen, dass einige Glückliche vom Fernseher darauf gewettet haben, weil ich glaube, damit hat man eine Menge gewonnen jetzt.